Tarzan ist ein Kind Afrikas. Er ist Afrikas Adoptivsohn. Er gehört zu Afrika. Er wurde von Afrika gemacht. You are Tarzan, Lord of the Apes, King of the Jungle. Tarzan, Tarzan. Tarzan ist ein unglaublich intelligenter und feinfühliger Mensch. I remember when I was a kid, I used to yodel in the picnics on Sunday, you know. So I said, I know a yodel. Burroughs beschreibt Tarzan wie einen Gott. Er hat viel von einer Apollo-Figur. Er ist der Sonnengott, der Gorillagott, der Gott Afrikas. Edgar Rice Burroughs Roman Tarzan bei den Affen erschien erstmals im Jahr 1912 mit durchschlagendem Erfolg. Er beförderte Burroughs unmittelbar in die Liga der berühmtesten Schriftsteller im Abenteuer- und Science-Fiction-Genre. Tarzan sollte eine der legendärsten Figuren des 20. Jahrhunderts werden. Burroughs schrieb noch 23 weitere Tarzan-Romane. Tarzan bei den Affen ist nach Dracula der Roman, der bis heute am häufigsten für das Kino verfilmt wurde. Die Tarzan-Romane wurden in über 50 Sprachen übersetzt und in verschiedenen Ländern für Radio und Fernsehen, für Comics und Videospiele und als Musical- und Animationsfilme adaptiert. The fact that he was raised in the jungle, the fact that he's not... Er wuchs im Dschungel auf. Er ist kein typischer Superheld. Er ist menschlich. Er ist stark, aber er ist verletzlich. Er fliegt nicht durch die Luft. Er kann nicht an Fassaden kleben. Er ist einfach nur ein Mensch. Was diesen Menschen, der aus der Natur kommt, zum Helden macht, ist, dass er von Baum zu Baum springen kann, den Affen ganz nahe kommt und mit ihnen kommunizieren kann. Aber Burroughs ging es darum zu zeigen, dass ein Mensch von Affen aufgezogen werden kann. Das bringt uns zur zentralen Frage. Wie kam Burroughs auf die Idee, so einen Helden zu schaffen? Burroughs ist nie in Afrika gewesen. Seine Vision von Afrika, wie auch die der meisten Tarzan-Filme, ist eine rein imaginäre. Es ist bekannt, dass der Schriftsteller die Kolonialberichte aus der Zeit gelesen hatte, in denen es um Gorillas, Kannibalen und Expeditionen geht. Aber er hat sich auch von Mythen und Legenden über Kinder, die von wilden Tieren aufgezogen werden, inspirieren lassen. Die berühmte Geschichte Das Dschungelbuch von Rudyard Kipling, die 20 Jahre zuvor erschienen war, diente als weitere Inspirationsquelle. They call it the Dark Continent, Africa, where death wears a bright mantle, where beauty has fangs. Ancient, mysterious, terrible is the lore of Africa. Es war das Jahr 1912. Afrika war zwar nicht gerade neu entdeckt worden, aber es rückte erneut ins Bewusstsein der Amerikaner. Die Abwanderung aus dem Süden der USA hatte bereits stattgefunden. Amerikaner mit afrikanischen Wurzeln hatten sich in den Norden aufgemacht. Hier schlug ihnen etwas weniger Bigotterie entgegen, als sie es aus dem Süden gewohnt waren. Die Neuentdeckung Afrikas war en vogue und ganz ungezwungen. Die Öffentlichkeit hatte wenig Ahnung, was in Afrika los war. Dass in den europäischen Kolonien Afrikaner unter dem Deckmantel einer sogenannten Mission zur Zivilisation versklavt wurden. Dahinter stand die Vorstellung, man könne einfach nach Afrika fahren und die Menschen dort zivilisieren, indem man ihnen das Christentum erklärte.
So wollte man die europäischen Errungenschaften auf den schwarzen Kontinent bringen. In Europa wäre Tarzan angesichts des kolonialen Hintergrunds zu Beginn des 20. Jahrhunderts nie erfunden worden. Aber in den USA konnte man mit dem Thema völlig ungezwungen umgehen. Die Amerikaner mögen zwar Imperialisten sein, aber Kolonialisten sind sie nicht. Das ist nicht dasselbe. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wollten sie nicht, anders als die Deutschen, die Engländer, die Franzosen oder die Belgier, ein Stück vom Kuchen abhaben. Darum ging es ihnen keineswegs. Sie besannen sich auf sich selbst. Ich glaube, Burroughs war Ausdruck eben dieser Gesellschaft, die keine Präsenz in Afrika legitimieren musste. In seiner Zeit als Kavallerist hatte Burroughs ein prägendes Erlebnis. Er traf auf alte Kriegsveteranen, die gegen die amerikanischen Ureinwohner gekämpft hatten, und er war entsetzt vom Rassismus dieser Leute. Die Arroganz des weißen Mannes war ein großer Schock für ihn. Niemand dort stellte die Ausrottung der indigenen Völker in Frage. Afrika war nicht mehr der schwarze, unbekannte Kontinent, aber das war immer noch die gängige Vorstellung. Wer einen Schauplatz für ein fantastisches Abenteuer suchte, für den war Afrika der richtige Ort. Burroughs wurde manchmal vorgeworfen, dass er nie in Afrika gewesen war. Das Afrika seines Tarzan ist ein reines Fantasieprodukt. Er hatte die Reisetagebücher aus der Zeit gelesen und beschäftigte sich mit allgemein bekannten Fakten über Gorillas und Kannibalen. Sein Wissen entsprach dem, was man damals so über Afrika wusste. Gleich nach seiner Präsidentschaft reiste Roosevelt 1909 zusammen mit seinem Sohn Kermit, der für ihn als Fotograf arbeitete, nach Afrika. Sie wurden von einer ganzen Reihe von Naturforschern und Präparatoren begleitet. Für das Smithsonian Museum sollte er ein paar Tiere töten und mitbringen. Anschließend veröffentlichte er ein sehr erfolgreiches Buch mit dem Titel »Afrikanische Wanderung eines Naturforschers und Jägers«, in dem er seine Jagderlebnisse in Afrika beschrieb. Und das verstärkte das Bild Afrikas als das eines riesigen Spielplatzes für weiße Männer, die ihre Männlichkeit ausleben wollen. Das Buch »Afrikanische Wanderungen eines Naturforschers und Jägers« von Theodore Roosevelt verlegt das traditionelle Bild des amerikanischen Cowboys in die afrikanische Wildnis. Damals wurde die Säugetierhalle im American Museum of Natural History eröffnet und das Grab von König Tutanchamun entdeckt. All das verstärkte das Interesse an Afrika als dem exotischen Ort schlechthin. So etwas wie Burroughs hatte vorher noch niemand geschrieben. Es gab Groschenromane, Abenteuergeschichten, Jules Verne, Science Fiction. Aber Burroughs brachte ein heroisches Element in die Sache. Burroughs schickte sein Manuskript an Thomas Newell Metcalf, den Herausgeber des All Story Magazine. Der gab es dann an seine Redakteure weiter und alle fanden es super. Sie wollten dem Publikum eine Luxusausgabe präsentieren, im Oktober 1912. Sie bekamen jede Menge Fanpost. Die Leute waren begeistert. Sie wollten mehr von diesem Autor. Die Zeitungen griffen die Geschichte auf. Tarzan ging landesweit in den Zeitungen in Serie und hatte sofort einen enormen kulturellen Einfluss auf Amerika. Das Schreiben war für ihn ein letzter verzweifelter Schachzug. Er hatte Groschenromane gelesen und sich gesagt, solche Geschichten kann ich auch schreiben. Tarzan wurde nach einem Schiffbruch im Dschungel geboren. Deshalb ist seine Vorstellung von Menschlichkeit der Dschungel. Er kam nie in Kontakt mit der sogenannten Zivilisation. Als er 20 Jahre später von dem belgischen Forscher entdeckt wird, sagt er zu ihm, nicht die Affen sind deine Familie, sondern, und er zeigt ihm das Medaillon, das ist deine Familie. Aber Tarzan versteht nicht, was er meint. Für ihn sind die Affen seine Familie. That is your mother, that is your father, I tell you. Family, Joe. Mother, father. Mother, father, family. Als Tarzan bei den Affen aufwuchs, nahm er sich selbst als minderwertigen Affen wahr.
klein, weiß, kümmerlich und schwächlich. Erst als er im Fluss sein Spiegelbild neben dem eines Affen sieht, realisiert er den großen Unterschied. Ein paar Jahre später entdeckt er die Bücher in der Hütte seines Vaters, sieht dort das Bild eines Menschen neben einem Affen und denkt, oh, ich bin anders, ich bin überlegen. Ein Licht der Erkenntnis ging ihm auf. Damit folgt Burroughs dem Evolutionsgedanken der damaligen Zeit. Das war das große intellektuelle Erwachen Tarzans als Kind, als ihm klar wird, dass er ein Mensch ist. Der erste Mensch, mit dem Tarzan in Kontakt kommt, ist ein Bogenschütze. Ihm wird bewusst, dass das Menschliche dieses Mannes sich darin zeigt, dass er im Gegensatz zu ihm einen Lendenschurz trägt. Tarzan selbst läuft nackt herum, bis er den ersten Menschen trifft, der Schamgefühl zeigt. Ein menschliches Gefühl also. Und es ist ein großer Triumph für ihn, als es ihm gelingt, den Lendenschurz zu klauen und selbst anzuziehen. Von dem Moment an wird er zum Menschen. Als der erste Roman Tarzan bei den Affen 1914 als Buch erschien, bot ihn Burroughs sofort verschiedenen Filmproduzenten an. Viele fanden den Stoff unverfilmbar. Ein Typ, der mit Affen und Löwen kämpft? 1917 schließlich erklärte William Parsons, ein Versicherungsvertreter, dass er es machen könnte. Tarzan bei den Affen war der erste von 6 Stummfilmen, die über $1 Million einspielten. Tarzan war ein großer Wegbereiter für das Kino. Die Affenkostüme waren genial, ähnlich wie die Kostüme, die Rick Baker in Greystoke trägt. So etwas hatten sie schon 1918. Sie nutzten Prothesen, mit denen die Affen ihre Kiefer bewegen konnten. Löwentrainer wurden engagiert, die als Tarzan-Double mit den Löwen kämpften, die sie selbst aufgezogen hatten. Sie hatten Schimpansen, sie hatten Lianen und Athleten übernahmen das durch die Bäume schwingen. Es war eine Herausforderung, das zu filmen, aber Hollywood zeigte sich der Sache gewachsen. Sie nahmen Elmo, einen erfahrenen Schauspieler, der zur Schauspieltruppe von D.W. Griffith gehörte. Elmo war groß und stämmig. Seine Schultern waren 1,30 Meter breit. Er hatte vorher muskulöse Typen gespielt, die durch so einen Kampf einfach durchwarten und alle platt machen. Elmo machte das gut, weil er kein richtig ausgebildeter Schauspieler war. Er wirkt immer ein wenig ungläubig, so als dächte er, ich kann kaum glauben, was ich hier tue, was in manchen Szenen sehr gut funktioniert, auch in der Liebesgeschichte mit Jane. Dieser Film ist der Romanvorlage besonders treu geblieben. Burroughs hat nie etwas Kritisches über die Verfilmung von 1918 gesagt. Ich glaube, er mochte sie. Die MGM-Filme hingegen hat er scharf kritisiert. Nachdem sich Tarzan als großer Erfolg herausstellte, bewies Burroughs enormes finanzielles Geschick. 1923 gründete er eine eigene Firma, um sich die Rechte zu sichern. Das hatte noch kein Schriftsteller vor ihm getan. Er ließ den Namen Tarzan als Marke schützen und erhielt für jedes verkaufte Tarzan-Produkt eine Provision. Es gab Tarzan-Toast, Tarzan-Eis, Tarzan-Badeanzüge, Tarzan-Benzin, Tarzan-Spiele und Spielzeuge. Später schrieb Burroughs ein Stück fürs Radio, bei dem Tarzan und Jane von der Tochter und dem Schwiegersohn von Jim Pierce gesprochen wurden, der selbst Tarzan-Darsteller war. Doch eine der produktivsten und lukrativsten Adaptionen von Tarzan ist der Comic, der erstmals 1929 erschien, zu einer Zeit, als diese Kunstform noch in den Kinderschuhen steckte. Burroughs war mit Tarzan sehr erfolgreich. Das war sozusagen der Harry Potter seiner Zeit. Die Comicfassung war eine logische Konsequenz. Also baten sie Hal Foster, den ersten Tarzan bei den Affen-Roman von Edgar Rice Burroughs, als Schwarz-Weiß-Comicstrip für die Zeitung zu adaptieren. Er war ein brillanter Künstler. Es haute alle um.
Ein paar Jahre später, 1931, wurde Tarzan als ganzseitiger Zeitungscomic herausgebracht. Und die Zeitungen waren damals großformatig. Entscheidend war, dass Tarzan auch in den Zeitungscomics die Persönlichkeit behielt, die Burroughs ihm gegeben hatte. Er war intelligent, wortgewandt, sprach viele Sprachen, hatte Europa und Amerika bereist, war verheiratet, obwohl sie im Comic fast nie vorkam. Sie baten Hal Foster, die Aufgabe zu übernehmen, und so wurde der Heldencomic erfunden. Die Marvel-Superhelden-Comics und das, was man heute so in den Filmen sieht, geht zurück auf Hal Fosters Zeichnungen aus den frühen 30ern. Das war auf dem Tiefpunkt der wirtschaftlichen Depression. Und es wirkt wie eine Flucht in eine unglaubliche, wunderbar gezeichnete und kolorierte, superdynamische Actionwelt. Foster ist mein Lieblingskünstler aller Zeiten und aller Stile. Seine Figuren stehen für ein Ideal. Sie sind edel und realistisch, mit einem idealisierten Hintergrund, mit Burgen und so weiter. Und sie sehen einfach toll aus. Sein Strich ist ruhig und flüssig, während der von Byrne eher gehetzt wirkt. Es sind zwei völlig verschiedene Stile. Sie suchten einen Zeichner, der Hal Foster ersetzen konnte, und fanden den jungen Künstler Byrne Hogarth. Der wurde angeheuert, um ein neuer Hal Foster zu werden. Byrnes eigener Stil wurde daher ein bisschen unterdrückt, als er den Comic übernahm. Diese frühen Byrne Hogarth-Comics sind wirklich lustig. Er legte einfach los, machte diese schrägen Sachen und war damit äußerst erfolgreich. Ich finde, wenn man sich den Stil von Byrne Hogarths Comics anschaut, erkennt man seinen Einfluss auf die DC-Comic-Superhelden der 60er Jahre. Der Dschungel und die Figuren wirken bei Byrne ein bisschen gequälter als bei Hal Foster. In ihnen liegt mehr Spannung und Bewegung, der Hintergrund ist wild und die Figuren. Sein Stil war sehr interessant und dem von Hogarth recht ähnlich. Byrne Hogarth war als Comiczeichner damals noch unbekannt. Tarzan hat ihn berühmt gemacht und gleichzeitig hat er dazu beigetragen, Tarzan berühmt zu machen. Denn unter allen Tarzan-Zeichnern war er wahrscheinlich der herausragendste. Er hatte einen sehr dynamischen Stil. Das sieht man an den Bewegungen der Körper. Und die Hintergründe waren detailgenau gezeichnet. Selbst wenn Sie seinen Namen nicht kennen, wenn Sie jemals ein Panel aus einem Tarzan-Comic gesehen haben und Ihnen der Zeichenstil, die Dynamik und Schönheit imponiert haben, dann war es bestimmt einer von Byrne Hogarth. Als Metro-Goldwyn-Mayer anrief und den Film machen wollte, sagte Burroughs, okay, ihr könnt die Figur haben, aber nicht den Roman. MGM musste eine eigene Geschichte erfinden und natürlich hatten sie dafür die größten Talente ihrer Zeit zur Verfügung. Sie entschieden sich für einen völlig anderen Ansatz und sie hatten Erfolg damit. Der Film war sogar erfolgreicher als die Tarzan-Romane. Zumindest erreichte er ein größeres Publikum. Tarzan, der Affenmensch, wurde ein Film mit großem Budget für ein breites Publikum. King Kong setzte 1933 Maßstäbe für Abenteuerfilme. Weird, wonderful, the stuff for which movies were made. Adventure, to make you wonder if it's true, while your eyes convince you that it is. Truly, the thrill of thrills. So when they were filming, als sie Tarzans Vergeltung drehten, war ihnen klar, dass sie alle Register ziehen mussten. Across all quadrants of appeal. Gefahr, Gewalt, Sexualität. Sie nutzten alle Tricks, um ein Maximum an Action und Aufregung zu erzielen. Der Film wurde sogar mit dem Circus Maximus verglichen. Die Kritiker rieten, Kinder zu Hause zu lassen, weil in der letzten Szene Löwen, Elefanten und Menschen angreifen und Elefanten gegen Löwen kämpfen. Es war eine große Dschungelschlägerei, aber es war sehr überzeugend.
but it was very compelling. Die Filme von MGM mögen sehr schön und poetisch sein, aber die Studiosets wirken natürlich total unecht. Burroughs war aber gerade an einer realistischen Darstellung gelegen. Beim Film lässt sich nichts vortäuschen. Wenn ein Baum aus Pappe ist, dann ist er aus Pappe. Man sieht sofort, dass es sich um eine Attrappe handelt. Im Film kann man nicht schummeln wie in der Literatur, denn hier gibt es die fotografische Dimension des Bildes. Janes Auftritte im Film, und zwar in jedem der Filme, da merkt man, oh, jetzt wird's ernst. Tarzan, what am I doing here? Alone? With you? Perhaps I better not think too much about that. Johnny Weissmuller und Maureen O'Sullivan. Die beiden waren ein Hauptgewinn, eine märchenhafte Besetzung. Johnny war kein ausgebildeter Schauspieler, daher ging er auch nicht zu verkopft an die Rolle heran. Maureen war ein guter Gegenpart. Johnny war über 1,80 groß und sie 1,50. Sie war zierlich, kultiviert und sehr mädchenhaft. It's quite a difference, isn't it? Do you like that difference? You've never seen anyone like me before, have you? Bei ihnen stimmte einfach die Chemie. Es schlug ein wie ein Blitz. Sie wurden zu einem der großen romantischen Leinwandpaare des 20. Jahrhunderts. Tarzan findet die wahre Liebe. Und er findet einen Grund zu leben. His reason for living. Tarzan liebt Jane. Als Jane ins Spiel kommt, wird Tarzan zum Mann. Hier findet er seine Menschlichkeit und ist nicht mehr nur der König des Urwalds. Jetzt lebt er. Das ist Janes Einfluss auf Tarzan. Es geht darum, den Sinn des Lebens zu finden, unsere verwandte Seele. This was my father's. I want you to wear it. Always. Always. Jesus. Sie ist es, die ihn verändert. I don't think you better look at me like that. Far too attractive. I love saying things to a man who can't understand. He doesn't even know what kisses are. Love it. In den alten Tarzan-Filmen, besonders in den ganz frühen, ist viel Sinnlichkeit zwischen Tarzan und Jane zu spüren. Eine sexuelle Energie, die in diesem Naturzustand sehr befreiend und schön ist. Als die Tarzan-Filme in den 20er und 30er Jahren herauskamen, war das im Grunde eine Erotisierung der Wildnis. Zum ersten Mal gab es weiße Wilde, Jane und Tarzan, die inmitten des unberührten tropischen Urwalds lebten. Darling,
Die zensierte Szene, in der Tarzan und Jane nackt unter Wasser schwimmen, fand ich immer toll. Diese Nacktheit ist ein wichtiger Teil der Tarzan-Geschichte. Wegen den damals geltenden Richtlinien, dem Hays Code, wurde die Szene dann rausgenommen. Aber ich finde, dass man sie trotzdem noch wahrnimmt. Warum um alles in der Welt sollten diese beiden Menschen zusammenbleiben, wenn zwischen ihnen nicht eine starke sexuelle Bindung bestünde? Tarzan is Jane's love, Uwani, like the stars over the night, like the air to breathe. Tarzan makes me alive. Stop it! MGM besetzte Tarzan als tumbe Version eines grunzenden Wilden. Heute wirkt es fehl am Platz, dass er so dumm, ungebildet und ignorant rüberkommt. Damals wurde das eher mit Unschuld und Reinheit in Verbindung gebracht. Thank you for protecting me. Me? I said, thank you for protecting me. Me? No. I'm only me for me. Me? No. To you, I'm you. You? No. I'm Jane Parker. Understand? Jane. 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 It's Jane. You? Jane. Jane. And you? You. Tarzan. 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 Jane. 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 Oh, please stop. Let me go. I can't bear this. Der Satz "Ich Tarzan, du Jane" ist einer der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte. Dabei wird er im Film überhaupt nicht gesagt. Es gibt eine Vielzahl von Theorien darüber, wie er in unseren Sprachgebrauch kam. In einem Artikel, der 1932 erschien, scherzte Johnny Weissmuller darüber, wie wenig Dialog er im Film hatte. Er meinte, ich Tarzan, du Jane, das waren in etwa die Dimensionen. Deshalb kann es sein, dass dieses frühe Interview der Ursprung ist. Eine andere Geschichte geht so. Nach einem Drehtag versuchte Maureen O'Sullivan, einen schweren Koffer in den Kofferraum ihres Autos zu heben, als Johnny vorbeikam. Mit nur einer Hand warf er den Koffer in ihr Auto und sagte lachend, ich Tarzan, du Jane. Und noch eine Variante. Zwischen zwei Szenen saßen er und Maureen im Baum und Johnny fing an, auf dem Ast zu wippen. Als Maureen losschrie, lachte Johnny nur und sagte, ich Tarzan, du Jane. Me Tarzan, you Jane. You won't come back with us? I belong with him. Goodbye. They tried different things to make Jane look pretty sexy. And first of all, they had the idea of wearing no bra, no brassiere at all. And that she would be always covered with a branch. And they tried that, and that didn't work. So then they made a costume, and it wasn't that bad at all. There was a little leather bra and thing with thongs on the side. Well, it started such a furor that the letters just came in. So it added up like to thousands of women who were objecting to my costume. And I think that was one of the things that started the Legion of Decency. Now, in those days, they took those things very seriously. Do you know, I was offered land in San Francisco to hide. I was offered all kinds of places where I could go in my shame. To hide from the cruel public who were ready to throw stones at me. It's funny, you know. We were unreal people, and yet we were real.
Abgesehen vom poetischen und abenteuerlichen Charakter der ersten beiden Filme und der meisterhaften Regieleistung gibt es dort ein sehr starkes erotisches Moment, das völlig verschwindet, als der Hays Code eingeführt wird. Zwischen den beiden Hauptfiguren ist eine starke erotische Spannung spürbar und sie sind praktisch nackt. Sie tragen nur diesen Lendenschurz mit einem Stück Leder vorn und hinten, der die Oberschenkel unbedeckt lässt. Ab dem dritten Film, nach der Einführung des Zensurcodes, sehen sie plötzlich aus, als trügen sie Windeln, die von den Knien bis fast zur Brust reichen. Später, als Johnny Weissmüller an Gewicht zulegte, war dieser Aufzug ganz praktisch, um seinen Bauch zu verhüllen. Aber besonders sexy wirkte er damit ganz sicher nicht mehr. Später kommt dann noch das Kind ins Spiel, das scheinbar vom Himmel fällt. Da die beiden nicht verheiratet sind, darf es nicht auf natürliche Weise geboren werden. Das Erotische verschwindet mehr und mehr und es entstehen sozusagen jugendfreie Familienfilme. Das ist der Weg, den alle klassischen Helden im Laufe des 20. Jahrhunderts gegangen sind. Tarzan wurde zum Paradebeispiel des aseptischen Helden, obwohl Burroughs ihn ganz anders angelegt hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Tarzan erneut zensiert, diesmal in Frankreich, wo sein zügelloses Leben im Dschungel als negativer Einfluss auf Jugendliche gesehen wurde, denn die waren eingefleischte Fans der Tarzan-Comics. Nach der Befreiung Frankreichs gab es in der zweiten Hälfte der 40er Jahre eine Protestwelle gegen Comics, die von verschiedenen Interessengruppen ausging. Es kam immer häufiger vor, dass Tarzan verunglimpft und als eine Gefahr für die Jugend dargestellt wurde. Jugendliche, die Tarzan lasen, wurden angeblich kriminell. Es wurde eine Zensurkommission gebildet und die französischen Behörden forderten, die Comicreihe Tarzan einzustellen. Der Verleger Chino Del Duca erhielt eine entsprechende Aufforderung. Aber er widersetzte sich und nahm stattdessen eine Selbstzensur vor, indem er einige wenige Dinge änderte. Betroffen sind nur ein paar Szenen mit Tarzan als Kind, in denen er nackt ist, und die Figuren der Ononos, die von Burn Hogarth stammten. Das sind riesige Köpfe ohne Körper, aber in der französischen Ausgabe der Tarzan-Comics sehen sie eher aus wie Pygmäen. All das ging so weit, dass schließlich sogar über ein Gesetz gegen Comics abgestimmt wurde, die dort abschätzig als Illustrierte bezeichnet wurden. Tarzan gehörte hier zu den am häufigsten genannten Figuren. Sie wollten dieses Gesetz, weil sie der Meinung waren, Tarzan hätte einen schlechten Einfluss auf die Jugend. Dies ist ein offizieller Erlass des damaligen Justizministeriums, in dem dargelegt wird, warum Tarzan eine Gefährdung der Jugend darstellt. Es wurde 1950 an die Verleger geschickt, um ihnen mitzuteilen, was sie herausgeben dürfen und was nicht. Über Tarzan steht hier, er stelle eine Verletzung der Menschenwürde dar. Es ist angebracht, diese Art von Figuren auf den Index zu setzen. Erstens, weil junge Leser sich mit den Helden ihrer Lektüre identifizieren und ihr Verhalten nachahmen. Und zweitens, weil es für Jugendliteratur unangemessen ist, die Überlegenheit körperlicher Stärke und des Animalischen zu idealisieren. Mitte der 50er Jahre verschwand Tarzan aus dem französischen Verlagsgeschehen. Zum Abschied erschien noch eine letzte Ausgabe mit gerade einmal 4 Seiten. Auf einer davon erstreckte sich ein schwarz eingerahmter Text mit dem Titel »Lebe wohl, Tarzan«. Und weiter hieß es, »Liebe Leser und Eltern, die Paritätische Kommission für Presseerzeugnisse hat uns die Lizenz entzogen, Tarzan als Jugendzeitschrift zu veröffentlichen. In Zukunft wird Tarzan überall auf der Welt, außer in Frankreich, gelesen werden. Wir schreiben das Jahr 1952 und der Einzige, der Tarzan verteidigt, ist sein Verlag.« Der Stil von Burn Hogarth hat sich negativ darauf ausgewirkt, wie Tarzan in Frankreich wahrgenommen wurde. Lehrer und Kritiker gingen sogar so weit, ihn zensieren zu wollen. Paradoxerweise war es gleichzeitig die grafische Qualität von Burn Hogarth, die in den 60er Jahren dazu beitrug, dass man doch noch in Erwägung zog, Comics als Kunstform gelten zu lassen. Enfin,
In Frankreich wurden Comics lange Zeit verschmäht. Niemand machte sich für sie stark. Kein Intellektueller wäre in den 30er, 40er und 50er Jahren eingeschritten, um zu sagen, hören wir doch auf, so verrückte Behauptungen über Tarzan aufzustellen. Comics hatten keine kulturelle Legitimierung. Doch im Jahr 1967 zeigte das Museum der dekorativen Künste in Paris eine große Ausstellung zum Thema Comics und bildliche Erzählformen. Hier waren dann auch die Panel von Bern Hoger zu sehen, vergrößert auf mehrere Meter Höhe. So konnte der Betrachter ihre grafische Qualität erkennen. Trotz dieser Kontroversen konnte Tarzan kulturelle Grenzen überschreiten. Die Romane und Filme wurden weltweit gefeiert. Es gibt einen Bollywood-Film über Tarzan. Er wurde in China und der Sowjetunion berühmt, obwohl er dort als Ausgeburt des Kapitalismus verschrien war. Es gibt mehrere Verfilmungen, in denen Tarzan sich im heutigen Manhattan durchschlägt. Und in seinem bisher letzten Auftritt bezieht er Stellung gegen den Kolonialismus in Belgisch-Kongo. Im Lauf seiner 100-jährigen Geschichte hat sich Tarzans körperliches Erscheinungsbild immer wieder gewandelt. Im Jahr 1893 besuchte Burroughs die Weltausstellung in Chicago und sah eine Vorführung, in der Eugene Sandow, der Vater des Bodybuilding, seine Muskelkraft zur Schau stellte. Sein Körper wurde mit denen klassischer griechischer und römischer Statuen verglichen. Sandow diente Burroughs als Vorlage für die Beschreibungen der Stärke und Muskulatur seines Protagonisten. Der Einfluss des Bodybuilders ist auch bei einigen Tarzan-Verfilmungen und Comics zu erkennen, vor allem in denen aus den 40er Jahren. In den 50er und 60er Jahren rückt man immer mehr von der Darstellung Tarzans als vollkommenem Athleten à la Johnny Weissmuller und Buster Crabb ab. Lex Barker verkörpert einen gut aussehenden und kultivierten Tarzan. Bei Gordon Scott ist er wieder muskelbepackt. Die Produzenten Sol Lesser und Cy Weintraub sind die ersten, die Tarzan in Afrika drehen, um der Geschichte mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Dabei gerät die Figur der Jane zunehmend in den Hintergrund, wodurch Tarzan in den Genuss neuer Abenteuer kommt, auch romantischer Natur. I'll talk on it myself. Auch in der Fernsehserie mit Ron Ely, die in den 60er Jahren erfolgreich lief, fehlt Jane. Erst 1981 kommt sie wieder ins Spiel, mit Bo Derek im Film Tarzan, Herr des Urwalds. Auch in Greystoke, die Legende von Tarzan, Herr der Affen, spielt Jane eine tragende Rolle. Welcome home, Lord Clayton. This is Jane from America. He immediately trusts. Er vertraut ihr sofort, weil sie so rein ist. Ihr Herz ist rein, ihre Absichten sind rein. Und er ist es ja auch. Aber anders als er kommt sie aus der Zivilisation und hat sich dort als Mensch ihre Reinheit bewahrt. Er dagegen hat gar keine Wahl. Er ist ein Tier und Tiere sind eben rein. Leave us now, Iris, please. Johnny. I remember when we did the love scene. Ich erinnere mich, dass Hugh beim Dreh der Liebesszene sagte, du musst eine Mischung aus Mensch und Affe sein. Es war unmöglich, eine herkömmliche Liebesszene daraus zu machen, bei der der Typ die Frau im Arm hält und sanft küsst. Er zeigt ihr wie ein Tier, wie leidenschaftlich seine Liebe ist und wie erregt er ist. Und das kann er nur als Affe. Liebe ist das Wichtigste.
Aber er hat keine andere Möglichkeit, ihr mitzuteilen, dass er sie liebt. Nur indem er sich wie ein Affe benimmt. Als Affe umwirbt er sie mit einem Liebestanz. Ich wollte keinen Muskelprotz, sondern jemanden, der normal aussieht. Nur, dass er eben im Dschungel bei einer Affenhorde aufgewachsen ist. Ein bisschen muskulös musste er also schon sein. Christopher Lambert war überhaupt nicht muskulös, als ich ihn kennenlernte. Aber er brachte etwas anderes mit. Er war kurzsichtig und trug eine Brille. Wenn er sie abnahm, hatte er so einen mysteriösen Blick, als schaute er an allen vorbei in die Ferne. Es hatte etwas Hypnotisches. Die Figur des männlichen Athleten für die Tarzan-Rolle muss einem ganzen Katalog von Vorstellungen entsprechen. Es geht darum, wie der ideale männliche Körper der jeweiligen Zeit aussieht, was sich als Pin-up eignet, was wie vor der Kamera wirkt. Und es geht auch um den voyeuristischen, erotischen Blick des Publikums. Die Figur muss eine ganze Menge Kriterien erfüllen. Die Rolle des Tarzan verlangte den Schauspielern einiges ab. Ron Ely, der den Tarzan in der Fernsehserie aus den 60er Jahren spielte, musste gefährliche Stuntszenen mit echten Raubtieren hinlegen. It's a big track. Big enough to be a male. Im Drehbuch stand, Tarzan und der Tiger stehen sich gegenüber und kämpfen. Sie kämpfen sehr lange, bis beide erschöpft sind. Dann werfen sie sich einen respektvollen Blick zu, woraufhin der Tiger sich von Tarzan abwendet und im Dschungel verschwindet. Tarzan lässt ihn ziehen. Es war irre. Wir bereiteten die Szene vor und steckten ein riesiges Gebiet mit einem 4 Meter hohen Zaun ab. 5 oder 6 Filmkameras und etliche Fotokameras standen bereit. Ich habe ihn gefüttert. Anschließend führte ich ihn auf das Set und kettete ihn an. Dann machte ich ihn von der Kette los und es gab nur noch mich und den Tiger. Nur, dass der Tiger glücklich und zufrieden war. Es gibt nur einen Weg, eine Raubkatze dazu zu bringen, einen anzugreifen, aber normalerweise will man das natürlich nicht. Doch in diesem Fall musste es sein. Ich neckte also den Tiger, strich ihm spielerisch über die Schnauze, nur ganz leicht, als wollte ich sagen, ich hab dich lieb, mein Kätzchen. I love you, cat. A tiger doesn't kill for the same reasons a man does. He doesn't kill out of hate. He kills out of fear and hunger. Ich wusste, dass ich mich nur umzudrehen und ein paar Meter zu rennen brauchte, damit er mich angreift. Ich ging im Kopf alle möglichen Alternativen durch, aber was blieb mir übrig? Dann sagte ich, na los, Kamera ab. Die Kameras liefen, einer nach dem anderen rief, läuft. Dann drehte ich mich um und wollte loslegen. Aber ich hörte dieses Geräusch. Plötzlich war der Tiger schon über mir in der Luft. Dabei bin ich ziemlich groß. Und schon ging der Kampf los. Tiger fangen nicht sofort an, einen die Eingeweide rauszureißen. Sie haben auch eine Art Karateschlag drauf. Jedenfalls ist es sehr schwer, sich gegen sie zu wehren. Zum Glück nehmen Tiger das alles als Spiel wahr, zumindest für eine Weile. Doch sobald sie genug getobt haben, besinnen sie sich darauf, dass sie Hunger haben und begreifen dich als Mahlzeit. Am Ende des Kampfes war ich völlig hinüber. Ich blutete aus den Ohren und aus einem Auge. Ich war total erschöpft und konnte kaum atmen. Ich konnte meine Arme nicht mehr bewegen. Und der Tiger sah mich an, als wollte er sagen, so, mir reicht's jetzt. Dann drehte er sich um und trottete zu den Bäumen.
Es ist nicht möglich, echte Tiere in solche Situationen zu bringen. Erstens ist es ethisch nicht in Ordnung. Wir würden die Philosophie des Films vollkommen unterwandern, wenn wir mit echten Tieren drehen und sie dazu zwingen würden, das zu tun, was wir wollen. Das würde dem Anliegen des Films völlig zuwiderlaufen. Und außerdem würden sie vermutlich die Schauspieler auffressen. Margot. In der Szene, als Margot Robbie plötzlich einer Gruppe Manjani-Weibchen gegenübersteht und im Regen auf die Knie fällt, hatten wir Männer in grauen Kostümen, an denen sie sich orientierte und zu denen sie aufschauen konnte. Wir mussten es schaffen, dass diese Affenkolonie, die eine Kreuzung aus mehreren Arten war, echt wirkte. Computeranimierte Bilder gab es damals noch nicht. Heute würde man das natürlich mit Computern machen. In den neueren Tarzan-Filmen sind beeindruckende, sehr genaue Reproduktionen der Affen zu sehen. Wir mussten damals Menschen mit einer ganz bestimmten Körpergröße finden. Sie durften nicht zu groß sein, höchstens 1,67 Meter. Viele von ihnen waren Tänzer. Sie mussten ein 6-monatiges Training absolvieren, bei dem sie lernten, sich wie eine Affenhorde zu benehmen, also entsprechend der Rangfolge. Das Alpha-Männchen, die Weibchen und die Jungen. Die einzigen echten Tiere, mit denen wir drehten, waren die kleinen Schimpansenjungen. Die anderen waren weder Schimpansen noch Gorillas, sondern eine Kreuzung aus beiden. Ich habe 6 Monate lang 9 Stunden am Tag trainiert. 4 Stunden davon waren reine Gymnastik. Und 4 Stunden musste ich mich rumhangeln und so weiter, weil das für die Rolle wichtig war. Für den Film musste ich Muskeln aufbauen. Aber um mich in das Tier hinein zu versetzen, musste ich wieder zum Tier werden. Es war das beste Schauspieltraining, das ich je hatte. Wieder zum Tier zu werden. Ich finde Darwins 1872 veröffentlichtes Buch »Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren« hochinteressant. Er beschreibt darin, wie sich Gefühle bei Menschen und Tieren auf gleiche Weise entwickeln und dass Tiere die gleichen Gefühle zum Ausdruck bringen wie wir. Trauer, Wut, Verzweiflung, Freude und so weiter. Das ist sehr wichtig für die Tarzan-Filme. Wir sehen Tarzans Vertrautheit und Freundschaft mit seinen Lieblingstieren. Es findet ganz klar ein emotionaler Austausch statt. Als Tarzan nach London zurückkehrt und sein Erbe als Lord Greystoke antritt, entdeckt er in einem Labor einen Affen, der ihn, glaube ich, als sein Vater aufgezogen hat und jetzt als Versuchstier in einem Käfig sitzt. Greystoke wird wahnsinnig wütend und lässt ihn frei. Der Affe wird erschossen und Tarzan bricht es das Herz. You weren't my father! That's the real moment. Das ist der entscheidende Moment im Film, als er entdeckt, dass er nicht für die Zivilisation geschaffen ist. Die Menschen sind nichts für ihn, weil sie lügen und betrügen. In diesem Moment beschließt er, in den Dschungel zurückzukehren. Wo zumindest für ihn die Wahrheit herrscht. The truth is. Das ist auch ein wichtiger Aspekt der Tarzan-Geschichte. Er besitzt die Fähigkeit, in der Natur unterzutauchen.
Wenn Tarzan in den Dschungel zurückkehrt und nach im Wald verschwindet, das ist für mich ein exemplarischer Tarzan-Moment. Es gibt in Hudsons Film die Idee einer Wiedergeburt. Die Zivilisation, in der wir gefangen sind, ist verloren oder zumindest auf dem besten Weg dorthin. Der Mensch kann sich nur neu finden, wenn er wieder eins mit der Natur wird. Tarzan hat auch etwas von einem ganz normalen Menschen. Er ist sehr empfänglich für die Welt, für seine Tierfamilie. Und er ist empfänglich für seine Menschenfamilie und auch für die Natur. Er weiß, dass er sein Gleichgewicht nur in dieser natürlichen Umgebung findet. Und das sagt er auch. Er fühlt sich im Dschungel viel wohler und entspannter und weniger angreifbar als in den Vorstädten von Chicago oder im viktorianischen England. Es ist eine natürliche Welt, hier auf unserem Planeten, nicht hunderte Millionen Kilometer entfernt in einem anderen Universum. Burroughs erinnert uns daran, wie schön diese Welt ist, in der wir leben. Tarzan ist ein altersloser und zeitloser Held. Genau darin bestand das Genie von Edgar Rice Burroughs. Die Legende von Tarzan mag über 100 Jahre alt sein. Sie ist noch immer zeitgemäß. Sie wurde immer wieder neu adaptiert und neu interpretiert, unter Berücksichtigung der Besonderheiten und Hintergründe der jeweiligen Epoche. Tarzan lehnt die Verlogenheit der sogenannten zivilisierten Welt ab und gibt der Bezeichnung des Wilden eine neue Bedeutung. Sein Instinkt als Beschützer des Tier- und Pflanzenreichs macht ihn heute relevanter, als er es seit der Erschaffung seiner Figur je war. Not a bit afraid, not a bit sorry. Und seine Liebe zu Jane in ihrem Garten Eden ruft uns immer wieder in Erinnerung, dass Geld und materieller Besitz uns niemals wahres Glück bescheren werden. Cast the faint sound of pursuit. At last overtaken, he drops down and falls.